Hey Leute, vielen Dank, dass ihr den YouTube-Channel von Thomas Elektronik eingeschaltet habt. Ich bin Jana. Wir wollen euch heute die Ersteinrichtung der LG 2021er Fernsehgeräte ein bisschen näher bringen, zeigen. Das wird für alle Fernsehgeräte LG 2021 gelten, beziehungsweise für alle Fernsehgeräte von LG, die das WebOS 6.0, also sprich die neue Oberfläche, drauf haben. Und ich würde sagen, wir legen direkt mal los und ich führe euch Schritt für Schritt durch die Ersteinrichtung. Als ersten Schritt in der Ersteinrichtung wählt ihr erst einmal aus, wie ihr das Gerät letztendlich einrichten möchtet. Also sprich, möchtet ihr das mit eurem Smartphone oder Tablet tun oder am Gerät selber? Wenn ihr das über euer mobiles Endgerät tun wollt, müsst ihr euch entsprechend die App dazu herunterladen. Wir wollen das heute aber mal am Beispiel des TVs machen. Also direkt am Gerät. Dann starten wir auch direkt mit der Länder- bzw. passenden Sprachauswahl dazu. In unserem Fall logischerweise Deutsch und dann passend dazu Deutschland. An der Stelle sucht er jetzt nach einer oder hat nach einer Internetverbindung gesucht. Die hat er auch gefunden. Wir haben das Gerät per LAN, also sprich per festem Netzwerkkabel angeschlossen. Ihr könnt das natürlich auch im WLAN betreiben. Dann würde er euch eben an der Stelle auffordern, eure WLAN-Zugangsdaten einzugeben. Aber wir empfehlen, sofern es möglich ist, das Gerät immer per LAN anzuschließen. Hier geht es um die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Denen müsst ihr einmal zustimmen, damit ihr einen Schritt weiterkommt. So, hier fragt er euch dann im Endeffekt, ob ihr die Nutzungsbedingungen gelesen habt. Ja, haben wir gelesen. Und ihr stimmt gleichzeitig auch so ein bisschen den Datenschutzbestimmungen zu. Das könnt ihr natürlich später auch nochmal wieder ändern. Hier geht es wirklich darum, was erlaubt ihr dem Fernseher, was erlaubt ihr ihm nicht, worauf darf er zugreifen, gerade in Bezug auf interessenbasierter Werbung, also sprich Mediatheken und so weiter und so fort. Das könnt ihr hier entsprechend einstellen und könnt das aber auch jederzeit wieder ändern, falls ihr euch umentschieden habt. Wir stimmen dem Ganzen mal zu. Im nächsten Schritt geht es dann darum, beziehungsweise ist die Frage, wie ihr das Gerät aufgestellt habt, also sprich, wie wir hier auf dem Standfuß, der im Lieferumfang mit enthalten ist, oder aber als Wandmontage. Das ist nachher in Bezug auf den Ton beziehungsweise die Tonoptimierung wichtig. Wir wählen jetzt Ständer aus und können dann hier an der Stelle die künstliche Intelligenz für Bild und Ton, also sprich AI Bild Pro und AI Ton Pro, auswählen, aktivieren oder auch deaktivieren. Das möchten wir natürlich aktiv haben. So, dann geht es weiter mit den Sendereinstellungen. Das heißt, hier an dieser Stelle wählt ihr dann aus, in welcher Art ihr das Gerät betreiben möchtet. Also sprich Antenne, das wäre dann DVB-T bzw. T2, Kabel DVB-C oder Satellit DVB-S. In unserem Fall ist es DVB-S, sprich Satellit. Wählt hier einfach das Passende aus und bestätigt das. Im Satellitenbereich ist es dann so, dass ihr natürlich die Möglichkeit habt, zwei separate Zuleitungen anzuschließen. Das heißt, gerade darauf bezogen, wenn ihr ein Programm schauen möchtet und parallel ein anderes aufzeichnen möchtet, dann braucht ihr das im SAT-Bereich. Wir haben jetzt in unserem Fall nur ein Kabel angeschlossen. Alternativ könnt ihr dann hier dual auswählen. Jetzt fragt ihr euch nach dem Satelliten, welchen ihr empfangen möchtet, also sprich Astra, das ist der deutsche Satellit. Sky schlägt ihr hier noch vor, ihr könnt aber auch über andere Anbieter eure Favoriten letztendlich auswählen. Bestätigen das Ganze noch einmal. Können dann sagen, wir wollen eine vollständige Suche machen, beziehungsweise die Astra 192 Suche, das reicht uns in dem Fall aus. Sagen weiter. Und dann sollte er auch direkt mit dem Sendersuchlauf starten. Ja, der Sendersuchlauf ist jetzt abgeschlossen. Es geht tatsächlich relativ schnell, dafür, dass man mal überlegt, wie viele Sender er gerade im SAT-Bereich gefunden hat. Dann bestätigen wir das Ganze, sagen hier auch fertig. Dann geht es weiter. Ihr habt die Möglichkeit, sofern ihr ein LG-Konto habt, könnt ihr euch jetzt hier an dieser Stelle anmelden. Entweder mit der Fernbedienung oder mit dem Webbrowser oder ja, über die App oder wie auch immer. Das könnt ihr an der Stelle machen. Wir wollen das Ganze überspringen.
Dann bekommen wir die Info, dass die Ersteinrichtung weitestgehend oder an sich abgeschlossen ist. Ihr habt hier noch die Möglichkeit, direkt euch für zwei der bekannten Streaming-Plattformen direkt zu registrieren bzw. anzumelden. Auch das überspringen wir an dieser Stelle erst einmal. Und das war's auch schon. Abschließend möchten wir euch vielleicht noch mal so kurz ein, zwei Sachen zeigen, wo ihr was finden könnt beim Fernseher, beziehungsweise gleich auch noch mal auf das neue WebOS eingehen, auf die neue Bedieneroberfläche, wie sie aussieht. Kommen wir erstmal zu den Einstellungen. Also über das Zahnrad auf der Fernbedienung kommt ihr in die Einstellung rein. Das heißt, ihr könnt hier wirklich Bildmodus, Tongeschichten einstellen, ihr könnt die Audioausgabe einstellen, also sprich sagen, ob ihr die Fernsehlautsprecher habt oder ob ihr extern irgendwas angeschlossen habt. Ihr habt hier den Spiele-Optimizer, der ja auch neu bei LG ist in 2020. Schlummerfunktion, also die Standardeinstellungen. Wenn ihr alle Einstellungen öffnet, öffnet sich noch ein bisschen mehr. Und da könnt ihr dann halt wirklich, ja, wie gesagt, Ton, Bild, das ist klar, einstellen und habt aber unter allgemein auch solche Sachen wie Sendereinstellung. Das heißt, wenn ihr hier reingeht, habt ihr euren Sendermanager, wie vorher auch, und habt halt hier wirklich die Möglichkeit, entweder zu sagen, ihr möchtet alle Programme bearbeiten oder ihr möchtet entsprechend Favoriten bearbeiten. Wenn ihr dann reingeht in alle Programme bearbeiten, findet ihr hier eine Voreinstellung bzw. die voreingestellte Senderliste. Ihr seht, das ist relativ logisch schon sortiert. Also sprich, das erste HD, ZDF, HD hat da von Anfang an Platz 1 und 2 gepackt und habt halt hier wirklich die Möglichkeit, euren Sender, Wunschsender anzuwählen. Könnt dann halt sagen, ihr möchtet den entweder löschen oder ähnliches. Könnt aber auch sagen, über die gelbe Taste möchtet ihr das bearbeiten und möchtet den praktisch auf Programmplatz 8 geben. Oder 7, also das könnt ihr hier machen, wie ihr lustig seid. Genauso findet ihr im Punkt allgemein eure HBB-TV-Einstellung. Das heißt, hier könnt ihr in Sachen Mediatheken alles einstellen, Autostart, ja, nein, also sprich, soll es euch angezeigt werden, wenn ihr umschaltet, ihr könnt einen Verbindungsverlauf löschen, all solche Sachen. Im Menüpunkt Support könnt ihr dann Software-Update-Einstellungen machen, das heißt, ihr könnt dem Fernseher sagen, entweder soll es automatisch machen, sobald eine neue Software zur Verfügung steht, ihr könnt das Ganze auch manuell anschubsen, sag ich mal. Ihr könnt Energiesparoptionen festlegen. Die Datenschutzbestimmung, was ich eingangs sagte, könnt ihr euch hier nochmal anschauen. All solche Geschichten findet ihr dann unter dem Menüpunkt Support. Jetzt würde ich sagen, gucken wir uns mal das neue WebOS an und dazu wechsle ich, indem ich die Haustaste drücke auf der Fernbedienung. Und so sieht das neue WebOS aus. Wie ihr sehen könnt, ist es in diesem Jahr ein Fullscreen geworden. Das heißt, sobald ihr in euer WebOS, in eure Home-Funktion reingeht, habt ihr wirklich den Fullscreen. Der Ton verschwindet in diesem Moment auch von dem, was ihr euch gerade anschaut. Und wie ich finde, habt ihr hier eine wirklich klar strukturierte, schöne Übersicht. Vielleicht als Beispiel einmal, ihr findet euch hier relativ schnell zurecht. Ihr habt hier oben eure Apps. Die könnt ihr euch, wenn ihr ganz rechts rüber geht, über den entsprechenden Stift App-Liste bearbeiten, natürlich so zurechtschieben und zurechtbauen, wie ihr das gerne hättet. Ihr habt weiter unten im Home-Dashboard bzw. in der Home-Ansicht dann Einstellungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel AirPlay, was LG ja integriert habt. Ihr findet hier eure Inputs, eure Quellen. Ihr findet die Audioausgaben, was wir auch in den Einstellungen haben. Also hier habt ihr wirklich alles auf einen Blick. Hier sind so ein paar LG-eigene Channels, die ihr euch angucken könnt. Es sind gewisse App-Vorschläge bzw. deren Inhalte hier schon mit drin, aber das könnt ihr euch, wie gesagt, so zurechtbauen, wie ihr das gerne hättet. Ich finde persönlich, es ist schöner geworden, es ist übersichtlicher geworden, man findet sich super schnell zurecht. Und ja, auf den ersten Eindruck muss ich sagen, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut.
Ja, ihr habt gesehen, die Ersteinrichtung ist eigentlich kinderleicht. Ihr werdet wirklich Schritt für Schritt durch das Menü, durch jeden einzelnen Punkt geführt. Solltet ihr mal etwas falsch gemacht haben oder sonstiges, könnt ihr natürlich das Gerät jederzeit auf Werksanstellung zurücksetzen. Solltet ihr Fragen haben zur Ersteinrichtung der 2021er LG-Fernseher, ruft uns gerne an, schreibt uns, lasst auch gerne einen Kommentar da. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert unseren Kanal, so erhaltet ihr immer neue Infos. Beziehungsweise aktiviert hierzu auch gerne die Glocke und ich würde sagen, ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao!